79 ungarische, 205 deutsche und 7 kroatische Soldaten, die aus den Komitaten Branau und Tornau exhumiert wurden, sowie 3 Opfer aus dem Jahr 1956 ruhen auf dem Grundstück des Volksfriedhofs von Fünfkirchen, der vor 31 Jahren eingeweiht wurde. Seitdem wird alljährlich am 2. November eine ökumenische Gedenkfeier mit Kranzniederlegung und geistlicher Wohl der auf dem ungarisch-deutschen Soldatenfriedhof ruhenden Opfer veranstaltet. In diesem Jahr war Dr. Zsuzsanna Gerner, Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, eingeladen, die Gedenkrede zu halten. Weil man sich erinnern muss, die Geschichte lehrt zwar die Menschen, dass die Menschen nichts lernen aus der Geschichte, frei zitiert nach Mahatma Gandhi, dennoch darf man die schrecklichen Folgen des Zweiten Weltkrieges, glaube ich, nie vergessen. Und man soll darauf achten, dass Frieden bewahrt bleibt und dass dass solche Kriege, die so viele Menschenopfer und so viel Leid und so verheerende Folgen gehabt haben in der Vergangenheit, dass sie sich nicht wiederholen dürfen. Dieses Denkmal, also das Kreuz und überhaupt das, der gesamte Soldatenfriedhof hier, wurden 1991 eröffnet. Und hier ruhen 220 deutsche Soldaten, die in der Umgebung von Pécs gefallen sind im Zweiten Weltkrieg. Es gibt einen Verband für deutsche Kriegsgräberfürsorge in Deutschland. Und diese Organisation sorgt dafür, dass Soldaten, die irgendwo außerhalb Deutschlands gefallen sind im Zweiten Weltkrieg, dass sie bestattet werden und dass ihre Gräber gepflegt werden und dass solche Veranstaltungen wie die heutige jedes Jahr abgehalten werden. Die ökumenische Gedenkfeier wird gemeinsam von Nikolaus Lenau Volkskultursverein von Fünfkirchen und die Deutsche Gemeinde Fünfkirchen organisiert. Seit mehreren Jahrzehnten organisieren wir diese Veranstaltung. Meine Vorfahren, also die damals die Session gegründet haben und das Lenau-Verein, waren mitbeteiligt damals. Hier stand nichts auf diesem Gelände und einige zivile Leute, diese beiden Organisationen, haben sich zusammengeschlossen und haben gedacht, dass wir vielleicht hier etwa eine zentrale Stelle aufbauen sollten, wo wir an die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Übrigens sind das nicht nur Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern aus dem Ersten Weltkrieg. Leute, die 56 gefallen sind, sind auch dabei auf diesem Friedhofsgelände hier hinter uns. Es hat sich einiges verändert. Anfangs waren es noch mehr Leute da. Da hatten wir noch Leute, die Verwandten im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Diese Generation sind auch ausgestorben, die damals das miterlebt haben, etwas erzählen konnten. Wir versuchen immer wieder, Leute für die Festrede einzuladen, die auch über diese Zeit erzählen können. Und auch Leute, die über den Krieg auch aus ihrer Erfahrung sprechen können. Es werden immer weniger Leute, die das machen können, aber wir versuchen es Jahr für Jahr. Wir werden auch immer weniger. Anfangs waren es mehrere hundert Leute, die sich versammelt haben. Heute waren wir zwischen 50 und 100 Menschen. Aber diese Zahl ist jetzt seit so 5 oder 10 Jahren immer das Gleiche. Auf dem Gebiet von Ungarn im Zweiten Weltkrieg hat 53.000 deutsche Soldaten ihr Leben verloren oder verschwanden spurlos. Die Überreste vieler von ihnen werden während des Baus gefunden, aber auch auf Friedhöfen werden Ausgrabungen durchgeführt, seit die Gräber der im Zweiten Weltkrieg gefallenen ungarischen und deutschen Soldaten wurden von dem Regimewechsel durch nichts geschützt und die meisten ihrer Grabsteine verschwanden. Die Botschaft der Feier ist jedes Jahr dieselbe. Es ist wichtig, sich an die Helden zu erinnern, die mit ihrem Schicksal den Weg für zukünftige Generationen wiesen können. Die Gedenkfeier endete mit einem Kranzniederlegung.